Hallo und herzlich willkommen zum Videoblog von Die Cromwell Chroniken. Katrin hat eine Frage gestellt, beziehungsweise eine ganze Flut von Fragen, und zwar betrifft das Magiesystem. Sie hat gefragt, gibt es dann Ressourcen, die begrenzt sind, sowohl in der Person auch als in der Umwelt? Wo kommt denn Magie überhaupt her? Und gibt es Bereiche, wo sehr viel Magie auf einmal ist? Das freut mich, denn ich mag mein Magiesystem. Also einfach mal vorneweg, Magie ist für mich eine erfundene Sache. Zumindest in meinem Buch ist sie das. Und ob sie es außerhalb ist, darüber kann man streiten. Für mich ist sie erfunden und so behandle ich das jetzt auch. Magie heißt in meinem Buch Essenz. Und Essenz macht so ein bisschen das Leben auch an sich aus. Das heißt, alles ist von Essenz durchsetzt. Das heißt, es gibt ein Netz von Essenz, was Lebewesen und was die Erde an sich umgibt. Das kann engmaschiger, das kann weitmaschiger sein. Und dadurch, sag ich mal, frischen sich so diese Essenzreserven, die jeder Begabte hat und nutzen kann, auf. Auch bei Menschen ist das so. Aber die können das nicht aktiv machen und die haben einen ganz kleinen Pool. Also ich versuche es mal zu beschreiben. Eine Pflanze hat ganz, ganz wenig Essenz. Aber alles braucht Essenz, was lebt, denn sonst würde es gar nicht wachsen. Ein Tier, ein bisschen mehr Essenz, aber auch nicht furchtbar viel. Ein normaler Mensch, auch ein gewisses Maß an Essenz. Und das nimmt auch mit dem Alter ab. Dadurch entstehen Krankheiten, dadurch altert man. Also Leute, die Begabte, die Essenzsicht haben und dann auch noch heilen lernen, das lernen wir später in den späteren Bänden, die können dieses Essenzmuster anschauen vom Körper und dadurch sehen sie auch, wo Krankheiten sind, wo Verletzungen sind. Und dadurch können sie auch eingreifen und heilen. Das ist schon mal eine wichtige Info. Kommt in Band 4. Und dann gibt es die Begabten. Die Begabten haben ein größeres Reservoir. Das heißt, sie können viel mehr Essenz sammeln und behalten und auch benutzen aktiv. Das bedeutet auch, dass sie je nachdem länger brauchen, bis sie es auffüllen können. Dadurch können sie meditieren, dann wird's, oder ein Ritual machen, dann füllt sich schneller auf. Nicht jeder Begabte hat gleich viel Essenz wie der andere. Das habe ich schon mal, es kommt irgendwo in meinen Büchern vor, ihr müsst einfach mal sukzessive durchlesen. Also zum Beispiel Valerian hat sehr, sehr viel Essenz. Er wird ja auch gerne Essenzbatterie genannt. Das Dumme ist für ihn, er kann es halt gerade im Moment nicht nutzen, aber dafür andere. Zum Beispiel in Ritualen, das kommt ja auch in Band 1 schon vor. Die Magier, die sehr gut Essenz nutzen können, haben den kleinsten Essenzpool von allen. In meinem Buch spielt ja das Schicksal so eine wichtige Rolle, die für eine gewisse Balance sucht. Man stelle sich vor, sämtliche Magier hätten den größten Essenzpool. Man könnte sich sehr gut vorstellen, was der Heteria-Magi dann machen würde. Weltherrschaft an sich reißen und so. Nicht so gut. Also von dem her gibt es da eben auch Unterschiede. Es gibt auf der Welt keine Bereiche, wo es keine Essenz hat, denn dort wäre Leben nicht möglich. Aber es gibt Bereiche, wo es mehr hat und wo es weniger hat. Hexenzirkel oder überhaupt magisch Begabte suchen sich solche Gebiete, wo es mehr gibt. Katrin hat Stonehenge erwähnt, genau so, solche Geschichten meine ich. Andere Bereiche, wo Essenz unterschiedlich fließt, sag ich mal, wo das Netz nicht seine normalen Maschenform hat, sind zum Beispiel auch diese Dimensionstore, die auch im Band 1 schon vorkommen. Das wird ja auch näher und gut beschrieben. Genau, und so funktioniert das Magiesystem. Das heißt, Essenz an sich kann nie verbraucht werden, weil es wird durch die Natur immer wieder neu aufgebaut. Aber ein Begabter kann Essenz verbrauchen. Und er hat zwei verschiedene Pools von Essenz. Er hat einmal die Essenz, die er benutzen kann, und dann hat er die Lebensessenz. Die Lebensessenz ist die Essenz, wo ein normaler Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze hat. Wenn man an diesen Essenzpool geht, was immer abgeraten wird, dann fängt man an seiner Gesundheit Lebenszufuhr abzuknapsen. Und das ist gefährlich. Das heißt, wenn ein Magier sämtliche Grenzen sprengen würde und sein ganzen Essenzpool raushauen würde, dann würde er sterben. Die Gefahr läuft gerade ein junger Begabter sehr schnell, weil die noch nicht so richtig einschätzen können,
wie schnell erschöpfe ich meine Vorräte, was ist welcher der gefährliche Teil und so weiter. Da werdet ihr auch in den späteren Bändern noch einiges dazu lesen. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Genau, also Magie ist schon eine Ressource, eine persönliche, auf die man Acht geben muss, beziehungsweise die man immer frisch halten muss. Deswegen sollen ja Magiebegabte auch nicht Magie zum Spaß anwenden, sondern entweder zum Training oder weil sie es benutzen müssen. Aber Essenz an sich ist immer vorhanden und kann nicht auslaufen. Danke für deine Aufmerksamkeit und macht's gut.